Oh mein Gott. Oh, oh, oh. Alter, ich muss hier raus. Alter. Alter. Das ist krass. Also so einen heftigen Lost Place habe ich auch lange nicht mehr erlebt. Bei unserem Overnight in Burg Uska haben wir aus der Entfernung eine richtig krass aussehende Burg gesehen, die auch recht lost aussah. Und deswegen konnten wir es uns nicht nehmen lassen und sind einfach mal dort vorbeigefahren. So, meine lieben Freunde, nach dem Overnight und dem wirklich unvergesslichen und unvergleichbaren Overnight in Schloss Uska geht die Tour jetzt natürlich auch weiter in Tschechien. 2 Tage haben wir noch. Und wir haben tatsächlich zufällig auf einem Berg ein unvergleichbares Schloss gefunden. Das sieht so krank aus, sieht aber auch aus wie ein Lost Place. Und es ist richtig weit. Wir laufen jetzt schon eine gute Weile den Berg hier hoch, weil es keine Zufahrt gibt. Was eigentlich ein gutes Zeichen ist, weil wir schon überlegen, ob das für später heute Abend, heute Nacht unser Overnight-Spot sein könnte. Also, Daumen sind gedrückt, das wäre echt krass. Vielleicht machen wir auf dieser Tschechentour noch einen zweiten Overnight in einer Burg. Das wäre echt heftig. Wir wandern jetzt mal hier hoch, gucken uns das ganze Ding an. Und das wäre natürlich krass, wenn sich das anbietet, ne? Also umso mehr Lost es ist, desto besser, ne? Wenn es jetzt so ein Touristenspot wäre, wäre es nicht so geil. Ihr seht, wir haben jetzt schon voll den Ausblick. Es geht noch ein gutes Stück nach oben. Alter, aber richtig steil. Ja, Mann, ey. Hätte ich nicht erwartet, ne? Das ist noch ganz schön hart. Aber wir ziehen durch, oder? Wir gucken mal, ne? Ja, sind wir ja schon mal auf dem Weg, ne? Boah, und dann heute Abend stellt mal vor mit Overnight-Rucksäcken. Oh, das wär's. Nachtsichtkamera. Jo. Alter, es wird immer windiger. Und wir haben langsam das Gefühl, wenn man sich den Himmel da hinten anguckt, dass hier gerade übelst das Unwetter hinzieht. Wir sind aber jetzt schon ein gutes Stück gelaufen. Ohne Jacken und so. Ah, scheiße. Wir wollten so quasi nur mal kurz gucken. Und ich sehe schon, wir stehen gleich da oben und es bricht voll alles im strömenden Regen aus. Egal, komm. Dann sind wir ziemlich am Arsch. Ey. Dann sind wir echt am Arsch. Also mir ist jetzt schon kalt. Ich habe nur mein Hemd hier an. Dein Holzfällerhemd. Mein Redneck-Hemd. Redneck-Hemd. Also es geht auch wieder nicht mystischer. Die Bäume knarren. Da ist auch schon der erste Turm. Alter. Hey, pass auf, da ist ein Schütze, da ist ein Schütze. Runter, runter, runter. Alex hat's getroffen. Alex hat's getroffen. Er braucht einen Holi. Schnell, wir müssen flüchten. Komm. Zwar, Freunde, habt ihr innerhalb von 3 Tagen meinen Holi Mystery Shaker aufgekauft. Also ich würde mich gerade anmischen während des Rennens. Mein Probierpaketsorte, nämlich Raspberry Raptor. Ihr könnt ja auch selber euch ein Probierpaket gönnen, wo 14 solcher Holi-Sorten drin sind. Aufheben. Das kann ich ja nicht verantworten, wo ist das hingeflogen? Hier. Das stecken wir sachgerecht wieder weg. Genauso. Shaker zumachen und jetzt gut schütteln. Wir brauchen nämlich Energie für die Flucht. Oh. Wenn ihr eine Bestellung aufgebt bei Holi, was ich euch nur empfehlen kann, weil es der gesündere und günstigere Energy Drink Ersatz ist, dann benutzt auf jeden Fall meinen Rabattcode Leon5, um 5 Euro auf eure erste Bestellung zu sparen oder Leon, um 10% auf eure Folgebestellung zu sparen. Kleine persönliche Empfehlung vom Herrn Leon TV, nämlich guckt euch doch gerne mal die Thermoshaker an von Holi. Die halten im Winter warm und im Sommer kalt. Und Holi hat jetzt tatsächlich ein paar neue Shaker rausgebracht, die extrem beliebt sind und bald auch wieder ausverkauft sein werden. Also, falls euch so einen hochwertigen Shaker gönnen möchtet, dann schaut auch mal unbedingt in die Beschreibung. Jetzt aber genug von Holi, jetzt geht es weiter zur Burg. So, ich weiß nicht, ob ihr mich überhaupt noch versteht, es ist super windig. Hier geht es durch den ersten Torbogen, aber wir sind immer noch nicht da, immer noch weiter hoch. Boah. Das sieht so krass aus. Dafür hat es sich schon gelohnt, hier hoch. Boah,
Alter, ist das. Ja, das hat sich wirklich gelohnt. Alleine für den Ausblick. Das sieht schlecht aus. Da ist eine Tür, die zu ist. Hier ist so eine neuere Hütte, als wenn hier einer drauf aufpasst. Mist. Also an sich cool, weil natürlich drauf aufgepasst wird. Aber Overnight wird hier, glaube ich, nichts. Ja, guck mal, die bauen hier eine Seilbahn. Alter. Ja, wie krass. Ja, die wollen das hier bestimmt richtig zum Touristenspot errichten, ne? Deswegen die Seilbahn, damit die Touristen leichter hochfahren. Alter! Was dazu sagen? Ja, das ist halt, du könntest hier echt an jeder Ecke anhalten, ne? Wirklich an jeder Ecke. Und du musst halt aufpassen, dass du nicht irgendwie in ein Haus reinrennst, wo gerade eine alte Omi ist. Wir hatten es vorhin, ne? Da wollten wir erst anhalten und sind dann nochmal vorbeigefahren und dann stand die Oma im Hintergarten. Musst du richtig aufpassen, ehrlich. Das sieht ja einfach alles so lost aus. Vieles also ist halt vieles. Auch lost, aber auch dann leer, ne? Oder nicht mehr zugänglich oder eingestürzt. Das sind auch alles so fette, alte Blockhäuser, ne? Das hier hinten ist komplett. Geht das an, das ist aber wirklich Lust. Ja. Sollen wir mal reingehen? Ja, komm, da fahren wir doch mal vorbei, oder? Ja, das ist doch wirklich Lust. Das muss Lust sein. Aber könnte halt mehr sein, aber interessant. Ja, halt auch. Ich glaube, die haben gar keine Stockwerke mehr, so sieht das fast schon aus. Aber das ist hier, guck mal, ohne Scheiß, so geht es eigentlich echt im 5-Minuten-Takt, ne? Komm schon! Alter Racer, du! So muss es sein, wir haben doch Zeitdruck, wir sind auf Tour, wir wollen Location abfahren, wir wollen Geld verdienen, wir wollen reich werden, wir wollen unsere Zuschauer ausbeuten, wir wollen faken, jetzt geht's los! So Freunde, falls ihr euch immer schon gefragt habt, wie ein Supermarkt in Tschechien aussieht, so sieht er aus. Und was gibt es so in Tschechien? Wir haben hier die verschiedensten Sachen. Ich muss sagen, das sieht sogar geiler aus als in Deutschland. Guckt euch das an, außer das hier. Da liegt einfach ein Haar drauf, hier ist aber auch kein Schutz oder sonst was. Das ist schon, ja, ein Ticken eklig, würde ich sagen. Aber so generell von der Auswahl ist es schon geiler als in Deutschland, ja, muss man sagen. Ne? Gerade weil es jetzt auch so einheimische tschechische Süßwaren sind, kann man sich auch mal durchprobieren. Ich überlege mir halt auch so ein Ding hier zu holen, das sieht schon irgendwie geil aus. Da mit Mohn ist auch nicht verkehrt. Man weiß halt die Preise, man weiß nicht, wie teuer das hier alles ist. Ich habe hier gerade die ganze Zeit den Rechner offen. Ah, du hast den Rechner offen, weil das hier alles in Kronen ist. Man musste nämlich mit Goldtalern bezahlen noch. Ja, ansonsten, klar. Mittlerweile auf der ganzen Welt unterscheiden die Supermärkte sich wahrscheinlich nicht so sehr voneinander. Was mir halt immer auffällt, in so anderen Ländern hast du halt auch immer mehr so süße Klamotten und so, ne? Aber so im Großen und Ganzen ist es alles schon recht ähnlich, würde ich sagen. Naja, habt ihr es auch mal gesehen, ne? Es gibt hier echt mehr als in Deutschland, also guckt euch doch das mal mit so Bacon und Käse und hier Würstchen drin und allem drum und dran. Es gibt hier schon echt viel. Guck mal, hier auf der Seite auch nochmal, ey. Es geht ja weiter und weiter. Ja, es ist wirklich perfekt für unterwegs so. Was sind das hier für Dinge? Das sieht auch irgendwie so nach so einer tschechischen Delikatesse irgendwas aus, ne? Mit Marderkacke drin. Mit Marderkacke, da kommen richtig die Lost Place Vibes hoch. So, was haben wir hier? Ganz viel Käse. Marken, die man nicht kennt, aber da unten Babybel. So muss es sein. Guckt euch das an. Ganz, ganz viel Käse. Käse, 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 Käse. Oh, Rollmops, auch nicht schlecht. Ja, interessant. Interessant auf jeden Fall. Schaut mal hier die Getränke. Die haben hier so Strawberry-Banana-Saft in so Dosen drin. Auch nicht verkehrt. Und was ich auch ganz oft in anderen Ländern sehe, ist hier dieses Aloe Vera-Drink. Das ist in Deutschland gar nicht gang und gäbe, habe ich das Gefühl. Hier gibt's Big Shock. Big Shock? Ja, ekligste Energy. Der ekligste Energy? Ach du, guck mal hier, Hunger Games. Na gut, dass wir Holi haben, ne? Guck mal hier, Kaffee, Coffee Drink, Mr. Brown. Voll hier kulinarisches Erlebnis, ey. So Leute, es ist mal wieder soweit. Wir haben das komplette Badezimmer für uns gesnackt. Jetzt wird sich hier fertig gemacht. 3 Waschbecken, 3 Pissoirs und 3 Toiletten.
Wirklich, so ist es. Wir haben es gebunkert jetzt für uns. Die Deutschen sind da und haben es komplett eingenommen, das Bad. Alter. Jetzt wird sich erstmal frisch gemacht, ne? Schön. Du siehst aber auch, Alter, du siehst aus, als hättest du ein Vogelnest auf dem Kopf, ey. Das Geile ist, wir haben gefragt, wo die Toilette ist und das war halt so eine, ja, junge Dame, sag ich jetzt mal, mit Brille und allem drum und dran und die hat schon ein bisschen flirty mit Taco so gemacht, so indirekt, ne? Und das Witzige ist, hier gibt es auch einen Blumenladen und wir haben gesagt, wenn wir uns jetzt fertig gemacht haben, geht Taco ihr eine Rose holen. Machst du das wirklich? Holst du dir eine Rose? Alter, ey, das. Das ist so geil, ey. Sie wird so rot werden wegen ihrer Kollegin auch. Das ist so schämend. Das ist so geil, ey. Hammer. Ich bin gespannt. So, jetzt machen wir uns erstmal fertig. Das sind richtig die Tour-Momente. Alter, ist echt so weit. Junge, der geht jetzt echt eine Hose holen, ne? Für die Karte gebe ich ihr nicht, oder? Hä? Karte. Doch, gib mir bitte die Karte. Da hinten sitzt sie. Jetzt geht's los. So, Rose abgegeben. Und wie hat sie reagiert? Sie hat sich mega gefreut. Sie ist richtig. Das ist schon süß. Ja. Und hast du deine Karte noch mit dazu gepackt? Ich habe meine Visitenkarte mit dazu gegeben und sie hat mich noch direkt bei Instagram geaddet. Oh, jetzt hat sie auch die Anfrage angenommen. Ey, ohne Scheiß, das ist schon wieder alle Klischees bedient hier von Tacos World. Ich sag's dir. Das okay. Kann ich nicht zeigen, das werde ich zensieren, aber krass. Geile kleine Sau, ey. So, meine lieben Freunde, wir sind da bei der nächsten Location. Es nennt sich das Haus des Jägers. Eigentlich wollten wir sogar gestern schon von Burg Uska dahin fahren, aber wir haben es zeitlich nicht mehr geschafft. Guckt euch das an. Wir sind jetzt ja so anderthalb Stunden hierher gefahren und es sieht von außen schon richtig spooky aus. Um ehrlich zu sein, sieht es auch aus wie die meisten Häuser hier in Tschechien. Nur hier haben wir die Information, dass es ziemlich spannend sein soll. Deswegen, da hinten bellt schon wieder ein Hund. Gehen wir jetzt rein, gucken uns das Ganze an. Ich bin mega, mega gespannt. Hier ist halt so eine alte Zufahrt. Das Tor ist schon rausgerissen. Oh, das sieht richtig, richtig creepy aus. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es gerade nachts mega unheimlich ist. Können wir schon mal von außen einen Blick reinwerfen. Alter. Okay, also es sieht aus, es wäre noch viel drin. Ja, Alex und Dave haben sich es gerade schon angesehen. Und die meinten, es ist super spannend. Also, ja, ich freue mich jetzt. Taco ist schon drin. Hier nebenan ist halt direkt ein anderes Wohnhaus. Da müssen wir ein bisschen drauf achten. Da oben ist auch noch ein Haus. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch verlassen ist. Was hier ganz interessant ist, guckt euch das mal an. Ein Hundezwinger. Gut, dass die nicht mehr am Leben sind, sonst hätten die uns wahrscheinlich bei lebendigem Leib gefressen. Drei Hunde haben hier anscheinend gelebt. 1, 2, 3. Ja, und das ist echt krass, wie hier in Tschechien komplett anders umgegangen wird mit Hunden als wir in Deutschland. Wir bei uns in Deutschland sind es Familienmitglieder. Wir haben die bei uns in der Wohnung, vielleicht sogar im Bett, schmusen mit denen. Ja, und wir haben es auch bei Burg Uska schon irgendwie ja, festgestellt. Das ist echt krass, wie die Hunde hier behandelt werden. Die müssen immer draußen pennen. Ihr seht, da ist nicht eine Decke drin oder so. Die pennen auf dem kahlen Boden. Das ist halt vermutlich normal hier, ne? Richtig krass. Na gut, ich würde sagen, wir gehen mal rein. Man kommt hier rein in so einen Anbau. Wahrscheinlich so eine Scheune oder so gewesen. Ach, jetzt stehen auch Sachen drin. Alter, was ist das denn? Ich dachte gerade, hier hängt so ein Reh, aber das ist so ein Teppich. Ihr seht aber... Die gute Oleid. Ups. Da habe ich vor Schreck direkt mal die Taschenlampe fallen lassen. Aber ihr seht hier die Hufen. Das ist irgendwie richtig komisch, ne? Das ist so eine Tür, glaube ich, ne? Geht's da noch weiter? Wir machen es mal auf. Da war ich immer noch nicht drin. Ja, da ist auch nicht viel, das ist schon komplett eingestürzt. Aber ey, wenn du hier in den Flur reingehst, rechts der Raum, die Decke hängt komplett runter und das Einzige, was die Decke stützt, ist so ein Metallbettgestell, was an die Wand gelehnt wurde. Was? Ey, pass übel auf, Mann. Das sieht richtig gefährlich aus.
Das wollte ich dir nochmal sagen. Ich habe ein bisschen Angst jetzt gerade nach Uska. Ja, guck mal auch hier und so, ne? Alter! Also das dauert nicht mehr lange, da fällt das Ding in sich zusammen. Okay, also wir sind wahrscheinlich die Letzten, die es sich irgendwie richtig angucken können, ne? Guckt euch das an, hier kommt schon die Decke runter. Okay, gucken wir mal. Hier kommt man rein in den damaligen Eingangsbereich. Ihr seht hier, da war damals die Haustür. Es hat sogar tatsächlich noch einen Keller, aber ich gehe jetzt ehrlicherweise nicht davon aus, dass man da noch rein kann. Doch, man kann sogar wahrscheinlich sogar noch rein. Können wir mal zum Schluss gucken. Wir gucken uns erstmal hier ein bisschen um. Hier ist noch ein alter Kühlschrank, aber zum Glück nichts drin. Ich glaube, hier kommen wir ins Wohnzimmer. Alter Fernseher, Gummistiefel, die hier stehen. Ihr hört, der Boden wirkt auch echt nicht mehr safe. Der ist total hohl. Die Decke kommt hier schon runter und wie Taco meinte, das ist das Bettgestell, was die Decke daran hindert, hier komplett einzustürzen. Ich werde jetzt auch andersrum gehen, weil das ist mir doch ehrlicherweise ein Ticken zu gefährlich. Alter, Leute. Okay, der Raum ist mega interessant. Man kommt hier rein, ich weiß nicht, wahrscheinlich hier Esszimmer gewesen. Was? Esszimmer und Schlafzimmer? Hier liegt auch noch ein Bett rum. All in one quasi. Und hier recht viele persönliche Dinge an den Wänden. Diplom. Sieht mir ganz nach so einem Jagddiplom aus, wenn ich mir das Bild da im Hintergrund ansehe. Ja, das wird wahrscheinlich, genau, es heißt ja auch Haus des Jägers. Hier sehen wir uralte Bilder von Männern mit ihren Jagdhunden. Ja, wahrscheinlich auf Treibjagd. Krass. Ah, und schaut mal, die Diplome sind tatsächlich ausgestellt nicht an die Herrchen, sondern an die Hunde, an die Jagdhunde, ne? Also verschiedenste Jagddiplome hier, Auszeichnungen oder Urkunden, wie auch immer. Richtig krass. Ja, es wird alles hier aus unmittelbarer Nähe irgendwie stammen, die ganzen Fotos und Bilder. Echt interessant. Ja, wer Tschechisch spricht, der kann das doch gerne mal hier in den Kommentaren übersetzen. Keine Ahnung, was das hier heißt, aber ich denke mal, gestorben, geboren 1979, ich weiß es nicht. Jana Novotneho. Okay. Ihr seht die richtig fetten Spinnweben hier. Das ist halt gar nichts für mich, Alter. Ich hoffe, dass ich so einer Spinne hier nicht über den Weg laufe. Ey, hier war ja wirklich all in one. Vielleicht war hier auch mal ein Waschbecken oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist hier so ein kleiner Badezimmerschrank mit Zahnbürsten drin. Das passt alles gar nicht irgendwie zusammen so. Hier ist Badezimmer, dann hier Küche, Esszimmer und dann da einfach das Bett. Also what the hell? Also wenn alles schon in dem Raum hier ist, dann frage ich mich echt, wie die anderen Räume aussehen. Ja, die Atmosphäre könnte jetzt gerade auch wieder nicht besser sein. Ihr seht's, es wird gerade langsam, aber sicher dunkel. Es weht so ein leichter Wind. Also es ist richtig, richtig atmosphärisch hier gerade. Und wir sind auch wieder mitten irgendwo im Nirgendwo. Ganz viele Unterlagen hier auf dem Boden. Alte Bilder vielleicht von der Person, die hier lebte in jungen Jahren. Hier wahrscheinlich Wohnzimmer oder Büro. Hier sind auch mehrere Unterlagen. Also ich gehe auch davon aus, dass die Person hier ja hauptberuflich Jäger war, ne? Und hier eben das Zimmer, was schon so halb am Einstürzen ist. Mich interessiert ja auch immer, wenn hier dann so wie hier so eine alte Kassette liegt, was ist wohl da drauf, ne? Sind das irgendwelche Aufnahmen, wo dann vielleicht noch die ehemaligen Bewohner des Hauses zu sehen sind? Man weiß es nicht, ne? Ich würde sowas immer so gerne mal in so einen alten Kassettenplayer einstecken und einfach mal schauen, was da so zu sehen ist, ne? Aber ja, das ist natürlich unrealistisch und das bleibt hier alles so, wie es ist. Es bleibt hier alles so, wie es ist. Ach krass, und hier auf dem Tisch, das ist mir gerade gar nicht aufgefallen, auch so ein Skelett von wahrscheinlich einem Rehkitz, so sieht das aus, ne? Von der Größe recht klein. Was mir auch gerade gar nicht aufgefallen ist, sind zwei Dinge. Einmal diese Haken, die hier hängen oder rumliegen. Und noch viel krasser, diese riesige Kühltruhe ist es, glaube ich. Wahrscheinlich wurden hier dann irgendwie tote Tiere oder totes Fleisch.
Totes Fleisch. Lebendiges Fleisch wurde hier drin gelagert. Direkt lebendig eingefroren. Genau. Nee, aber ich denke mal, dass hier drin dann das alles verstaut wurde, wahrscheinlich dann eben auch für ja, den Eigenbedarf irgendwie, dass die Sachen hier gelagert wurden, zubereitet wurden, kühl blieben. Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen, als ich hier lang gelaufen bin, aber jetzt macht das natürlich voll Sinn. Ja, Haus des Jägers, natürlich logisch. Alter, die Treppe. Alter, hier kann man hoch, bist du sicher? Ja, ja. Oh mein Gott, ach okay, der Raum hier ist komplett durch. Boah, Leute, ich fühle mich echt nicht safe bei. Fuck, ey, guckt euch auch mal das Dach an, hier kommt schon voll die Feuchtigkeit durch. Überhaupt nicht gut, nicht nachmachen. Aber für euch sehen wir uns das Ganze natürlich an. Oh, hier auch ein großer Fuchs mit verschiedenen Bereichen, die hier eingezeichnet sind, wahrscheinlich zum Ausnehmen. Wow, hier sieht es ja noch richtig schön aus. Oh mein Gott. Guckt euch das an. Hier war dann ein richtiges Wohnzimmer mit einem Fernseher und hier auch Trophäen auf dem Fernseher und an der Wand. Krass. Ich finde ja auch immer diese Zähne, ne? Das sieht so skurril aus irgendwie. Es ist halt wie in den Katakomben, wenn man dann die Zähne von den Menschen sieht und sich noch so einigermaßen ausmalen kann, wie dann eben hier ja, das Tier mal ausgesehen hat. Ne? Ja, offensichtlich die Person in den letzten Jahren auch irgendwie ja, krank geworden, gebrechlich, hier auf jeden Fall Krückstöcke, die eben auch auf den Gesundheitszustand des ehemaligen Bewohners hier oder der Bewohner schließen lässt. Ja, ich bin euch ehrlich, ich finde sowas ja gruselig, ne? Also ich könnte mir nie vorstellen, tote Tiere irgendwie so bei mir zu Hause hängen zu haben. Keine Ahnung, klar, um irgendwas gruselig darstellen zu lassen vielleicht, aber so richtig als normale Deko, als was Schönes, ich finde es irgendwie weird, ne? Weil wo ist der Unterschied? Jetzt mal wirklich, wo ist der Unterschied, ob du da jetzt Tierköpfe, tote Tiere hängen hast oder halt Menschen, ne? Also in den Katakomben zum Beispiel ist es ja auch so hergemacht, aber da ist es halt so, die Menschen sind verstorben, diese Tiere wurden getötet. Also ich weiß nicht, wo ist da die moralische Grenze? Irgendwie finde ich es komisch. Hier hängt auch noch alles drin, auch so richtig in Jägerfarben, sage ich jetzt mal. Alles so Naturfarben, grün, krass. Heftig, wie das hier noch alles so gut erhalten im Schrank drin hängt, währenddessen da der Verfall schon wütet. Ja, in dem Bereich, da kann man auf keinen Fall mehr rein. Liegt noch ein Koffer rum. Schauen wir mal hier. Ah, vielleicht war das andere auch unten nur so eine Couch oder für Gäste. Vielleicht waren hier auch mehrere Bewohner. Hier auf jeden Fall, ja, das Hauptschlafzimmer, ne? Aber auch hier, meiner Meinung nach, wieder genauso wenig verständlich. Ein Bild von einem toten Hirsch. Also ich weiß nicht, was ist denn das? Ich verstehe nicht, wie man sowas schön finden kann, sich von einem toten Tier ein Bild aufzuhängen. Keine Ahnung. Und natürlich, Esoterik darf auch nicht fehlen. Der gute Traumfänger. Und was ist hier? Oh, auf jeden Fall viele Spinnen. Nicht mein Ding. Aber hier war nochmal wahrscheinlich ein kleiner Abstellraum oder so, wo... Oh mein Gott. Alter, ich muss hier raus. Alter. Junge, 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 Junge. Was geht denn da ab? Alter, einfach Spinnenparty. Junge, guck dir das mal an. Was geht denn hier ab mit den Spinnen? Alter, ey. Ich sag euch auch ehrlich, ne, wenn irgendwo ein Lost Place, es könnte der geilste Lost Place der Welt sein, ne? Wenn irgendwie sowas in der Tür wäre und man müsste da durchlaufen oder so, um reinzukommen, ich würde es einfach skippen. Ich würde sagen, wir fahren weiter, wir skippen die Location. Ich weiß auch nicht, ob ich hier auf dem Dachboden drauf möchte, sage ich euch ehrlich. Komm, es ist Out of Comfort Challenge. Wir werfen einen kleinen Blick nach oben, hier sind überall Spinnen. Und das Schlimmste an diesen Spinnen ist ja auch, das sind die sogenannten Zombie-Spinnen, die eben auch noch lebendig sein können, weil die eben einfach nur befallen sind von einem Pilz. Das müsst ihr mal googeln, das gibt's wirklich. Weiße Spinnen, googelt das mal. Das ist halt genauso eine. Und, Alter, was macht meine Taschenlampe? Die spielt komplett verrückt hier gerade. Okay, gehen wir mal hier auf den Dachboden. Alter. Oh mein Gott. Einfach The Ring. Boah, die Spinnen sind unfassbar ekelhaft. Aber hier ist zum Glück nicht viel. Brauche ich gar nicht weiter reingucken. Boah, ich will auch gerade irgendwie echt einfach nur noch raus mit den Spinnen. Das ist... Boah, da ist auch eine fette... okay. Vorsichtig wieder runter. Hier auch verrückt. Einfach...
in dem riesigen Spinnennetz, was hier ist, so ein altes Bild von, ja, nur Männern, vielleicht auch Jäger alles, vor so einem Herrenhaus oder so sieht das aus. Guck mal, da lauert sie schon. Ready, mich anzuspringen. Ey, ich hau ab. Ich hau echt ab. Also am Verfallzustand würde ich sagen, dass wir echt eine der letzten waren, die sich diesen Ort hier ansehen können, weil wird nicht lange dauern, dann stürzt er ein. Hier noch Keller. Boah, ich habe echt Angst vor Spinnen, aber komm, wir gucken uns das Ganze an. Alter, es ist mir scheißegal, ihr könnt es bei Taco sehen, da war eine mega fette Spinne. Alter, es tut mir leid, da wird wahrscheinlich eh nicht viel sein im Keller. Ihr werdet es bei Taco sehen, schaut bei Taco vorbei, da seht ihr es. Alter, ey, ich muss hier raus, das sind mir zu viele Spinnen. Puh, aber guckt euch das an, es war echt krass und jetzt nieselt es auch noch so leicht. Ihr seht, es ist fast dunkel. Richtig geile Ambiente. Also ich muss auch sagen, dass die Tschechentour bisher wirklich die atmosphärischste Tour ist. Ja, schreibt es mal in die Kommentare, wie es euch so gefällt. Ich finde es einfach nur spannend. Geil. Ey, war da irgendwas im Keller? Ich bin nicht reingegangen. Nee. Da war eine dicke Spinne. Lohnt sich nicht. Okay, gut. Leer. Aber der Boden, links und rechts, so wie Kerben. So Rinnen, ich, ne? Denke, die haben da unten die Rehe geschlachtet. Ich glaube, da waren ja auch die Haken, die da lagen. Ja. Ich glaube, dass die da wahrscheinlich hingen. Ja. Ausgeblutet wurden und so und dann halt in die Kühltruhe gepackt ja wurden. Ganzen, ne? Die ganzen Schädel, das war ja selbst geschossen und auch selber präpariert, irgendwo, genau. Wie die das ja gemacht haben. Genau, ja. Safe Jagdhunde gezüchtet. Ja, man sieht auch ja hinten die Zwinger da alle. Na gut, Freunde, ihr seht, ey, die Atmosphäre ist gerade, ich kann das nicht in Worte fassen, ne? Mit dem Himmel hier und so, genau so haben wir uns die Tschechentour auch vorgestellt. Es nieselt so ganz leicht, aber wir fahren jetzt weiter. Mal gucken, was für Locations uns noch so erwarten. Ich bin richtig gespannt. So, meine lieben Freunde, wir stehen gerade vor dem nächsten Lost Place. Wir, wahrscheinlich der krasseste, wo wir jemals waren auf der ganzen Tour. Richtig. So, Freunde, wir sind jetzt beim krassesten Lost Place überhaupt angekommen. Man hat auch das Gefühl, man hört die Menschen noch im Hintergrund essen und reden. Und guckt euch das an, hier steht selbst das Essen noch rum. Alter! Nee, ja, ist krass, ne? Das ist die Frage, wie lange das hier schon steht, ne? Ja, kann man das essen? Meinst du, das kann man essen? Das brutzelt immer noch bei dir, ne? Das knistert noch. Das muss ja erst vor kurzem verlassen worden sein, ja. Und wir sind gerade auch nochmal hier, kleiner Location-Wechsel nach Polen übrigens. Wir sind jetzt nämlich in Polen. Freunde, herzlich willkommen in unserem heutigen Overnight-Spot. Kranker geht's nicht. Hier werden wir schlafen. Kann man kaum glauben. Also, ich glaube, das wird sich keiner trauen, aber wir machen's. Wir machen's für YouTube. Und das Beste ist, es gibt hier wohl einen Jacuzzi-Bereich. Und da gehen wir natürlich rein. Wir haben zwar keine Badehosen mit, aber egal. Da soll es ja sogar noch Wasser geben, habe ich gehört. Also eventuell können wir da sogar baden. Ja, wir probieren das mal aus. Hier ist auch überhaupt gar kein Staub oder so. Komisch, ne? Das muss echt frisch verlassen sein. Das Licht leuchtet noch. Nicht, dass uns der Eigentümer hier erwischt. Bisschen Angst habe ich davor. Badezimmer. Das ist auch noch alles total sauber. Guck mal, da ist noch Polizeiabsperrung in der Toilette. Mhm, da ist bestimmt einer gestorben auf dem Klo. Krass, ey. Vielleicht sollten wir da PU machen, wirklich. Setzen wir uns drauf. Würde ich sagen. Also wird sich anbieten. Wir haben K2 eingesteckt. Machen wir. Hey, ja, Leute, guckt euch das mal an. Ist das noch Teil vom Vlog? Da sitzt ein Mitarbeiter. So, Freunde, ey, es ist so krass, dieser Lost Place hier. Da ist selbst das Wasser noch im Schwimmbad drin. Wie krass ist das bitte? Was für Lost Place? Was für Lost Place? So was habt ihr noch nicht gesehen. Was ein Block, Alter. Komm, bitte.
Bitte. Bitte. So, ey, das ist hier ein Luxus. Wir lassen es uns gerade so gut gehen. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Und jetzt schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr möchtet, dass wir mehr Behind the Scenes von Touren zeigen. Das ist Real Life. Da haut sich das Ding noch selber gegen den Kopf, ey. Das ist Wahnsinn, dass hier noch der Strom läuft, ne? Also ja. Das ganze Wasser am Pool ist noch da. Boah. Ich hätte auch schwören können, ich hätte da sogar noch Leute gehört, ne? Aber ja, krass. Also, dass das alles noch funktioniert und so, ist krass. Also, so einen heftigen Lost Place habe ich auch lange nicht mehr erlebt. Man könnte hier ja wirklich Besucher reinlassen, also einfach Urlaub machen. Ja, ja, krass, dass sie es einfach so verkommen lassen. Ja, ich verstehe das nicht. Komm, drehen wir mal, ne? Mach mal einen kleinen Sprudel. Wir sind wie so erwachsene Kinder. Oh, oh, ich hab mir den Arsch eingehauen, das ist so ein spitzes Ding, ey. Dave, ich komme. Ich komme, Dave. Ich komme, Dave. Ich komm zu dir. Ich komm zu dir. Alter, Schwede. Burg. Huska. Burg. Huska. Bin ich bei einem zwischen die Beine gekommen? Ach Leute, ey, es geht echt nicht besser. Aber ich find's krass, dass sie echt noch den Whirlpool hier in Betrieb haben, oder? Ja, also selbst hier funktioniert der Strom. Und das, also wer zahlt denn das alles? Ich versteh's auch die nicht. Die Rechnung läuft ja die ganze Zeit. Ja. Also es war so, es stinkt ein bisschen. Ja. Und wir mussten so ein paar Blätter raussammeln. Ja. Aber es ist eigentlich ganz geil. Ja, ja. Dafür, dass es eigentlich offen stand. Dass es jetzt hier einfach so verkommt, ist schon krass, ne? Ja. Ich wundere mich auch, dass es nicht noch mehr Leute entdeckt haben. Ja. Ja, ganz exklusiver Lost Place hier in Polen. Könnte vielleicht auf Obdachlose hinweisen. Oh, oh. Das sieht hier so irgendwie voll danach aus. Als würde hier so ein Psycho wohnen oder so. Die ganze Wand ist voll mit ja. Aber hier ist halt eine Travel. Hallo? Wir wollen uns den Ort hier nur angucken. Ich muss hier raus.